Willkommen zurück. Heute geht's weiter mit der 57. Folge von Dragons Ausstieg vom Berg. Und diesmal werden wir uns jetzt erstmal, gerade was jetzt den zweiten Teil des Videos angeht, werden wir uns mehr auf den Spießrutenlauf konzentrieren, der hier stattfindet. Genau. Was kommt denn hier bald noch? Jetzt haben wir gerade Verfinsterer, dann kommt noch Sonnenjäger oder wie er heißt und dann so. Gut, hier bekommen wir erstmal wieder ein bisschen Holz. Das schickt man erstmal wieder los. Wir müssen ja bald mal das Ei bekommen eigentlich. Ich meine, wir haben ja jetzt bestimmt schon 5 oder 6 Mal gesucht und da kriegt man es ja meistens ungefähr in dem Dreh. So, hier kann ich mal auf das Ei hoffen, das wäre ganz gut. Was haben wir hier noch? Ja, das Ei, aber den Drachen haben wir ja auch schon. Also es müsste auch nicht unbedingt das Ei sein. So, dann holen wir uns jetzt mal den Fisch hier und schicken zum Holz alle wieder los auch. Und da haben wir auch genug Holz jetzt. Dann der Todbringer kommt jetzt kein Level mehr hoch. Jetzt kostet der schlagartig mehr. Naja, gut. Hier holen wir uns erstmal noch die Schmetterlinge. Und wir müssen noch einen Drachen mehr trainieren. Wen nehmen wir da am besten? 70.000. Da fällt mir ein, der hier muss noch ins Training, der Regenschneider. Und jetzt, wer sammelt denn jetzt hier am besten? 1 Stunde, 1,5 Stunden, 26 Minuten sammelt der ungefähr 3 oder 4.000 so. Ja gut, dann schicke ich mal lieber den wahnsinnigen Zipper los. Ach, hier hinten habe ich ja auch noch welche. Habe ich schon fast wieder vergessen. So, jetzt können wir den Todbringer noch hochleveln, aber jetzt kostet der ziemlich viel. Der sammelt uns aber auch ganz schön gut, da können wir den auch losschicken. Ich finde den nice vom Aussehen her. Naja, darum geht's jetzt gar nicht. So, jetzt bekommen wir hier nochmal 15 Beltane Schmetterlinge. Hier haben wir nur den, warte, hier Posteingang, haben wir nur die Nachricht wegen Verfinsterer, also nichts Wichtiges. Gut, dann würde ich sagen, begeben wir uns jetzt nochmal zu dem Spießrutenlauf und probieren wir uns mal die Schmetterlinge zu holen. Da gehe ich zuerst mal auf den rauchverschwindenden Qualmdrachen. So, den können wir uns erstmal holen. So, und wir kriegen ihn natürlich nicht ganz weg. Aber der macht eigentlich. Na, ich gehe mal lieber so drauf, ne, dass der zu viel Schaden macht, das wäre schlecht. Jetzt muss ich Punkte sammeln, damit ich heilen kann. Jetzt haben wir genug Punkte, so. Und dann noch einmal heilen, dann geht's in die nächste Welle. Und wieder fast volle Leben. Und da holen wir uns zuerst mal den ziemlich guten. Ich weiß gar nicht, Klingpeitschling oder irgendwie so hieß er. Der hat ja den Namen von einer anderen Drachenart. So, dann holen wir uns jetzt weg. Komplett weg mit ihm. So. Heilen brauchen wir uns eigentlich nicht, weil sind alle noch ziemlich weit oben. Das ist aber nicht nett. Und da haben wir ihn weg. So. Na, jetzt lädt's wieder. Vielleicht kriegen wir ja diesmal auch was aus dem Drehen. Also aus dem Glücksrad. Das wäre auch mal cool. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal ein seltenes Paket dadurch bekommen habt. Ich habe noch kein seltenes Paket dadurch bekommen. Aber ein Paket, wenn wir mal wirklich ein Paket bekommen würden, wäre das schon cool. Und wir bekommen natürlich nur 30.000 Fisch. 30.000 Holz meine ich natürlich. So, dann holen wir uns jetzt die Schmetterlinge. Wie ist denn der hier hinten, der Drache? 11 Millionen und 7 Stunden. Das würde sich lohnen. Aber Eisen sammelt dann nicht viel. Also da müsste man dann später für andere gucken. So. Dann gucken wir mal.
Da gehe ich zuerst auf den wahnsinnigen Zipper, würde ich sagen. Ja. Eigentlich besser, weil das ist so ein blauer. Da mache ich relativ viel Schaden, wenn ich den schwäche. Und wegen Discord-Server, das wird die nächsten Tage so kommen. Weil ich schaue gerade noch ein bisschen wegen Einstellungen und so. Und dann werde ich das wahrscheinlich die nächsten Tage. Das steht dann unten in den. In der Videobeschreibung steht es mit drin dann. Müsst ihr mal gucken. Wenn es drinnen steht, schon in dem Video, dann ist es schon da. Und sonst wird es dann wahrscheinlich im nächsten oder übernächsten Video irgendwie so kommen. Und wegen Livestreams, da muss ich auch nochmal schauen. Also direkt von YouTube aus kann ich erst ab 1000 Abonnenten. Aber es gibt Apps und so, mit denen kann ich auch sozusagen eine Bildschirmaufnahme machen. Und von direkt über die Apps kann ich dann auch direkt über YouTube, obwohl ich noch keine 1000 Abonnenten habe, Livestream machen. Muss ich nur mal schauen, wie ich das mache oder ob ich das mache. Und wenn ich das mache, was mache ich dann in den Livestreams, ist die Frage. Ich meine, da könnte ich wenn schon die ganze Zeit raufen, aber mehr eigentlich ohne. Muss ich mal gucken. Da finden wir schon mal was. Dann drehen wir mal hier am Rad wieder. Komm schon, das Paket. Ah, schade. Das ist eigentlich auch ein ganz gutes Paket. Es sind ja ordentlich ein paar Karten drin. Jetzt bekommen wir 50 Beltane Schmetterlinge. Das ist doch schon mal gut. Und dann haben wir sogar gerade noch während des Kampfes ein Leben mehr bekommen. Das heißt, da können wir gleich mal noch gucken. Schaffen wir das jetzt noch? Das finde ich ein bisschen blöd, dass man die Leben jetzt, selbst wenn man gewinnt, verliert. Da muss man halt auch immer schon schrittweise die Spießrutenläufe machen und kann die dann erst mit eben Schlag alle durchspielen. So, und wir bekommen ihn natürlich nicht ganz weg, aber das ist gar nicht so schlimm, weil so viel Schaden macht er nicht. Und da bekommen wir Hauptsache noch Aktionspunkte. Kann ich jetzt schön schwächen irgendwie? Gehe ich zuerst mal auf Zahnhaken. Und da ist Zahnhaken schon fast weg, das ist gut. Am besten wäre es, wenn wir uns jetzt den Zahnhaken wegholen. So ist das gut. So, der wird wahrscheinlich den Sturmschneid von uns wegholen. Genau. Dann holen wir uns jetzt den wahnsinnigen Zipper. Und nochmal auf den wahnsinnigen Zipper. Und jetzt müsste man eigentlich gleich weckern mit dem nächsten Schuss. Da ist er weg. Und jetzt gehen wir nur auf den Knochenräuber. Der macht gar keinen effektiven Angriff mehr. Da ist das ohne so schlimm für uns. Haben wir auch gewonnen. Mal sehen, ob wir diesmal das Glück haben auf irgendwas Besonderes. Aber das ist eigentlich auch immer jedes Mal die gleiche Hoffnung, irgendwas ganz Besonderes zu bekommen hier oder so. Und dann endet es meistens mit Holz oder Fisch. Gut, haben wir wieder ein bisschen Holz. Ich meine, ist ja nicht schlimm, schadet ja nicht. So, dann hier haben wir noch ein bisschen Holz. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt gerade mit dem Holz machen soll. Ich meine, ich habe ja eigentlich alles aufgebaut, oder? Haben wir hier hinten. Das dauert noch eine Weile. Gut, wie ist denn das hier wegen Füttern? Habe ich noch irgendeinen Drachen, den ich gerade füttern kann? Irgendjemand müsste. Habe ich noch einen Trainingsplatz? Ja, habe ich noch ihn. Habe ich den gerade. Doch, hatte ich zurückgerufen. So, der kostet 70.000, 60.000, 12, 52.000 Holz. Kriege ich bestimmt gleich noch zusammen. Und dann würde ich jetzt noch einen Angriff im Raufen machen und da können wir uns gleich noch das Paket holen.
Und da würde ich zuerst auf den Grill gehen, genau. So. Weil der Skrill hat ohne ziemlich starke Attacke, obwohl die eigentlich alle drei ziemlich starke Attacken haben. Und das Dumme ist, der erschütternde Rüttler, der macht so alleine schon ohne irgendeine besondere Attacke extrem viel Schaden eigentlich. Und komm schon. Und er bleibt natürlich da. Das ist ein bisschen kontraproduktiv für uns. Komm schon. Haben wir Nummer 1 weg. Jetzt müssen wir nur den wegbekommen. Dann mache ich mal lieber das. Weil sonst kommt der gleich mit seiner besten Attacke und das wäre gar nicht gut für uns. Und so macht er dann nur 105 Schaden erstmal. Dass der nicht mit seiner Hauptattacke angreift, ist auch komisch. Da kann ich den jetzt ohne Schwächen. Da gehe ich lieber so ran. Habe ich lieber keine Stärke mehr, aber kann ihn dafür schwach halten. Das ist besser. Also, dass er halt seine gute Attacke nicht einsetzen kann. Und das sollte man weg haben und wir haben ihn weg. Das ist gut. 30 Trophäen und ein normales Paket. Und jetzt können wir. Ja, da gehen wir jetzt noch in Maraufen, genau. Und dann bekommen wir das Häuptlingspaket, weil wir hatten ja jetzt 6 von 10. Jetzt haben wir 9 von 10. Machen wir gleich mal nur einen Angriff. Und da ist das Grill und Fleischklops. Da würde ich zuerst auf den Grill gehen, eigentlich. So. Warum trifft denn der nicht? Das ist blöd. Jetzt hat er wieder seine gute Attacke, wenn er es ein. Und natürlich setzt er sie auch ein. Und er kriegt mich fast komplett. Also der Einzige, der gerade absolut gut ist von den Gegnern hier, ist eigentlich das Grill. Wenn ich den wegkriegen würde, wäre es gut. So kriege ich ihn nicht weg und so kriege ich ihn hoffentlich weg. Ja, da ist er weg, das ist gut. Und jetzt erhole ich mir den riesenhaften Albtraum. Kriegen wir schon Doppel? Nee, noch nicht. Ja, gut, dann wird er jetzt meinen wahrscheinlich wegholen, meinen Regenschneider. Oder auch nicht, das ist gut für uns, da können wir jetzt nochmal heilen. Heilt uns zwar jetzt nicht allzu viel, aber trotzdem, Heilung ist Heilung. Nochmal geschwächt. Und jetzt nochmal stärken und jetzt holen wir uns. Da können wir jetzt das Häuptlingspaket bekommen. Vielleicht kriegen wir ja, haben wir ja nochmal so viel Glück und bekommen noch das ein zweites Mal den Champion erschütternden Rüttler-Boss. Dann können wir den Ohr auf Level 7 oder so machen. Ich muss gleich mal gucken, welches Level der ist. Trainiert haben wir ja schon ein bisschen auf Berg. Ist ja jetzt schon Level 14 oder so. Kronkel, 6, tödliche Natter, 2 ohne Zahn und mehr nicht. Gut, der wahnsinnige Zipper, der kostet noch mehr. Der rauchverschwindende Quallendrache und der Regenschneider auch. Der erschütternde Rüttler ist jetzt der Rang 7. Hier haben wir noch eine Aufgabe bekommen. 10 Runen, da haben wir jetzt die 1700 Runen voll. Das läuft. Da kriegt man demnächst schon unseren Kotz und Work. Und da haben wir dann erstmal alle Reisen, die jetzt so freischaltbar sind, freigeschalten. Wie war das jetzt mit Training? Da haben wir noch einen. Da haben wir noch einen Platz frei. Der Reißzahn ist aber eigentlich nicht so gut. Dann nehme ich hier den tödlichen Nadder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne
Abo und Like und Kommentare da und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!